Allein schon das Wort Deutsch in den Mund zu nehmen in Deutschland ist ja fast schon ein Verbrechen. Und dann noch dazu vom deutschen Geist zu reden, das geht schon gleich gar nicht. Ne? Jetzt sage ich aber immer, Leute, vor 1871 war der deutsche Geist etwas anderes seit 1871. Weil Deutschland ist zu einem politischen Reich geworden, bis dahin war es eine Kulturnation. Das heißt, der Begriff Deutsch war immer, immer geistig gemeint, immer kulturell, immer spirituell. Es gibt ja den deutschen Idealismus, ja. Es gab das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Die deutsche Nation hat sich über bis nach Frankreich, Italien runter erstreckt, Böhmen und so weiter. Man hat sich irgendwo einem Kulturraum zugehörig gefühlt und diesen Kulturraum nannte man deutscher Kulturraum und das hat mit Politik gar nichts zu tun gehabt. Deshalb unterscheidet man den Begriff einer Kulturnation und einer politischen Nation. Und da habe ich in den Vorträgen immer wieder darauf hingewiesen, dass eben dieser deutsche Kulturgeist immer mehr zerstört worden ist durch den englischen oder aus dem Westen kommenden Darwinismus und Materialismus. Der deutsche Idealismus, so Größen wie Goethe, Schiller und Hegel, ja, die kennt praktisch niemand mehr. Ja, der Faust wird noch gelesen, aber dann ist schon vorbei. Und dass Goethe ein genialer Naturwissenschaftler war, weiß keiner. Ja, das erste Werk von Rudolf Steiner war die Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe. Das waren mehrere Bände. Ja, woher weiß jemand heute in der Schule, lernt ein Schüler, dass Goethe eine neue Wissenschaft begründet hat, nämlich eine echte Organik? Weiß kein Mensch. Ja? Das heißt, diese deutsche Kultur haben wir überhaupt noch nicht ergriffen, sondern wir haben sie eigentlich getötet. Und in dieser sogenannten deutschen Kultur, wir könnten auch sagen mitteleuropäischen Kultur, aber ich finde das Wort Deutsch immer noch gerechtfertigt. Da ist so viel an Kraft drin, so viel an Wissen, an Kultur. Und das ist so viel verloren gegangen, dass es an der Zeit ist, das wieder zu beleben. Und da gibt es eben ein Gedicht, und da sagt doch dieser Dichter, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja? Und das habe ich auch zitiert in einem Vortrag und habe auch erklärt, was das deutsche Wesen ist, nämlich eigentlich innerstes Christentum. Ja, die Deutschen haben eine spezielle Beziehung zum Christentum. Das hat Rudolf Steiner wunderbar enthüllt. Das heißt, wir haben eine spirituelle Mission. Und deshalb sind wir nicht besser oder besser als andere Völker, sondern wir haben einen speziellen Auftrag. Der Geiger ist nicht besser wie der Bratschist oder wie der Trompeter. Jeder spielt sein eigenes Musikinstrument im Orchester. Und so spielen die Völker alle ihre eigene Aufgabe. Und die Deutschen haben eine spezielle Aufgabe, nämlich das innere Christentum in die Menschheit zu tragen. Und an diesem Wesen kann die Welt genesen. Das hat mit Politik gar nichts zu tun. Und ich hatte sogar einen Rechtsstreit mit dem Bund der Waldorfschulen, leider, weil der Bund der Waldorfschulen in den 80er Jahren den Namen Rudolf Steiner als Wortmarke angemeldet hat. Was eigentlich nicht geht. Es geht eigentlich gar nicht, aber das hat damals das Patentamt zugelassen. Und ich hatte ja bis vor 2 Monaten eine Rudolf Steiner Holiversität, das ist meine Uni, das ist aber Holiversität, da gibt es 3 Studiengänge, richtige Studiengänge. Erkenntniswissenschaft sind wir schon im 4. Jahr, jetzt mit 250 Teilnehmern. Und ich musste den Namen Rudolf Steiner aus dem Firmennamen rausnehmen, weil dort die Marke angemeldet wurde. Jetzt heißen wir halt nur noch Holiversität. Und da sieht man eben, dass eben dieser Name auch irgendwie gebannt und belegt wird, was er niemals sein dürfte. Und leider gibt es dann solche, gerade vom Bund der Waldorfschulen, solche Situationen, wo man sagen kann, es ist für mich persönlich der gegenteilige Geist von Anthroposophie. Aber da gibt es jetzt auch schon viele Gegenstimmen dazu, viele Briefe und so weiter, auch offene Briefe, wo der Bund der Waldorfschulen aufgefordert wird, die Marke doch wieder zu löschen. Man kann ja nicht den Namen Rudolf Steiner bewegen. Geht eigentlich überhaupt nicht. Aber solche Dinge gibt es und dann muss man im Moment damit leben. Und wir versuchen immer was Gutes draus zu machen. Ich finde den Punkt sehr spannend, dass du sagst, es gibt eine spirituelle Mission. Kann man das so ein bisschen datieren? Wann kam die spirituelle Mission? Du hast gerade von Goethe, von Schiller gesprochen und Rudolf Steiner. Es gibt ja auch das Goetheanum in Basel, das ist ja ein riesiger Bau. Ich war so beeindruckt. Das war das Zweite, was ich von Rudolf Steiner gesehen habe. Und danach habe ich mich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, weil es einfach hat mich umgehauen, dass so etwas existiert. Ist das so die Zeit von Goethe und Schiller, wo der Auftrag kam?
Ich würde so nicht sagen, sondern das geht viel, viel weiter zurück. Ich meine, es ist so, dass die Germanen, also wir müssten einen kleinen Sprung machen zum sogenannten Weltenplan. Und weil ihr ja auch vom Kompass sprecht, ne? Kompass ist eine bewegte Zeit. Da ist die Frage, wenn man einen Kompass verwendet und davon spricht, muss man wissen, wo man hin will. Also ein Kompass macht nur dann Sinn, wenn ich weiß, wo ich hin will. Ja, der Kompass im Nordpol, der gibt mir eine Richtung. Aber ich muss wissen, wo ich hin will. Und mit der Anthroposophie wissen wir, wo wir hin sollen. Das ist mit diesem göttlichen Weltenplan wunderbar dargelegt. Wir sollen freie Wesen werden, also wirklich freie göttliche Wesen. Das ist etwas ganz Neues im Universum offensichtlich. Und da gibt es eigentlich einen klaren Fahrplan. Und da gibt es genauso, wenn wir schauen, mit 7 Jahren hat jeder von uns einen Zahnwechsel, ja, die Zähne gehen weg. Mit 14 Jahren haben wir die Pubertät, mit 21 werden wir selbstständig. Das heißt, wir sehen bei uns im Leben einen 7-Jahres-Rhythmus. Und genau denselben gibt es für die Erde und die Entwicklung auch. Es gibt große Zyklen in 7er-Stufen. Und wir sind jetzt in einem Unterzyklus im Fischezeitalter, das nennen wir Bewusstseinsseelenzeitalter, wo wir Menschen frei werden sollen. Also das ist jetzt das Zeitalter der Freiheit. Deshalb gibt es auch entsprechende Kräfte und Mächte, die nicht wollen, dass wir frei werden. Das erleben wir gerade massiv, aber das gehört alles dazu. Und in diesem 2160 Jahren Rhythmus gibt es immer eine Kulturgruppe oder eine Volksgruppe, die der Träger dieser spirituellen Entwicklung ist. Vor uns waren es die Griechen und die Römer, davor die Ägypter und die Babylonier, davor Zarathustra mit den alten Persern und davor die vedische Kultur. Das heißt, wir wissen, jede Kultur in einem Raum, die Menschen sind sozusagen die Vorreiter und prägen für die Menschheit neue Fähigkeiten ein. Wir sind jetzt seit dem Fischezeitalter um 1420, sind wir jetzt in der sogenannten germanischen Kultur. Das heißt, die germanischen Völker sind Träger der neuen Entwicklung. Deshalb sind wir nicht besser, aber die Germanen sind die Träger. Aber zu den Germanen gehören auch die Angeln und die Sachsen. Das heißt, England, Amerika, gerade die englischen Völker sind ganz entscheidende Träger der spirituellen Entwicklung. Das ist ganz interessant, ja. Und die Deutschen bilden eine Untergruppe dabei bei diesen Germanen, die eben einen speziellen Aspekt in die Welt zu bringen haben, nämlich die Stärkung des Ichs. Ja, Nein. und die Engländer oder die englischen Völker, die englischen Germanen, korrekt zu sagen, diese Bewusstseinsseele. Das heißt, es ist eine enge Zusammenarbeit eigentlich zwischen England und Deutschland oder besser zwischen den Engländern und den Deutschen, nicht politisch. Was wir schon sehen, dass wir immer im Krieg gewesen sind, zeigt, da finden geistige Kämpfe statt, die das verhindern wollen. Ne? Ja, und die Deutschen haben eben speziell diesen Auftrag. Und da kann man nicht sagen, dass der im 18. Jahrhundert erst entstanden ist. Aber im 18. Jahrhundert kam eben mit dem deutschen Idealismus eine spezielle Blüteperiode, wo dieser Auftrag speziell zum Ausdruck gekommen ist, eine Hochblüte erlebt hat und mit Rudolf Steiner jetzt wieder neu aufgenommen wird. Also Goethe und Schiller und die deutschen Idealisten haben da etwas sozusagen die Samen gesetzt und die wurden dann erstmal ausgetrocknet. Und jetzt ist die Zeit, wo durch Rudolf Steiner und die Anthroposophie und die Erkenntniswissenschaft und seine Kunst und die Eurythmie und alles das, der deutsche Idealismus, er sagt selber, wir müssen wieder bei den deutschen Idealisten beginnen, aber nicht in der alten Form, sondern das neu durchdringen und den deutschen Idealismus neu beleben und an diesem Wesen kann die Welt genesen. Ja? Und das hat nichts zu tun mit irgendeiner speziellen Hybris der Deutschen, sondern es ist einfach eine spirituelle Tatsache. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.